ich das kann. Entschuldigung. Antonio Röder, ein Geschäftspartner der Templer, handelt im Marktbezirk von Havanna mit Waffen und Sprengstoff, findet ihn und setzt seinem Geschäft ein Ende. Und natürlich immer auch. Natürlich machen wir das. Und sonst hätte ich jetzt nicht hier. So. Wo bin ich? Ich bin da. Okay. Ich möchte gerne hier irgendwo schnell raus. Und ich brauche unbedingt mal Muni. Muni kriege ich, indem ich herumlaufenden Wachen die Taschen leere. Oder Muni einfach kaufen gehe. Jetzt komme ich also so. Das ist dieser Innenhof, in den ich rein muss, ne? Und blöd. Ist doof. Welche Wache geht denn hier auf den Cap? Alter, was wollt ihr mich verarschen? Ich habe ja noch nicht mal die Chance, meine Waffen zu ziehen. Ja, kann muss mir nicht immer anzeigen, was ich habe. Was jetzt am wichtigsten ist, ist Folgendes. Erst einmal ist wichtig, dass ich... Okay, ich weiß, wie der Innenhof aussieht. Das ist schon mal echt viel wertvoll. Ja, ist mir egal, ob das hier geflogen ist. Ich muss mal stehen. Okay, drei real. Ist lustig. Stehen mag ich. Auch wenn ich sagen muss, dass es sich wirklich bei denen näher lohnt, ne? Hundertprozentig lohnt es sich bei denen näher. So, oder wir machen es bei denen. Das lohnt sich schon mehr. Und wie sieht es bei den Priestern aus? Aber da kann ich natürlich in die Mitte bin. Nee, kann ich nicht. Gar nicht, doch nicht. Wir haben 3000. Ich möchte nur mal kurz im Laden was nachgucken. Mich verarschen, die kann ich alle verkaufen. Also wenn ich das vielleicht mache. Ich hab den gekauft. Ich hab gedacht, ich kann die verkaufen. Nee, das wusste ich ja nicht. Das ist ja blöd.
Ey, nee, das ist... Boah, ich habe gedacht, ich kann nicht verkaufen. Ich bin so ein Depp, ne? Da ist so eine Patrouille, die ich brauche. Oye, te hemos echado de menos. Creía que habías desertado. Da habe ich mich ein bisschen Munition zurückgelegt. Na egal, gehen wir mal zum Verhör. Machen wir ein bisschen Hauptstory jetzt in der Aufnahme. Ach komm, warte mal, den hier noch. Ach du, ja. Und plus 3 Kugeln. Ich weiß, was ich hätte mich wieder teleportiert. Wie weit ist das von dem... Zum Krampf. Wie weit sind wir davon entfernt? Schnelle Reise. So, eine kurze Schnellreise dahin. Eigentlich meinte ich eigentlich, dass du so hier rein springst. Das ist schon wieder ein Attentatsziel. Es ist ja da oben. Oh, kein Mensch. Was ich jetzt mache ist... Was ich auch mal mache. Kommt, lasst uns anstoßen. Oh Gott. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Ich finde den immer noch cool. Ach, wie cool. Gerne mal bewegen, den Körper. Tutödel. Nicht mehr und nicht weniger. Aufhören hier rein zu husten. Also nicht das Gefühl, ich weiß es. Ich könnte es aber jetzt hier aus dem Ding raus den erschießen, aber das machen wir natürlich nicht. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ach nee, ne? Bloß mal nicht geschossen. Okay, wir müssen also diesen Wachen ausweichen.
Scheiße, den kann ich nicht umbringen. Nicht so. Wichtig ist, dass der erstmal so anders reingeht. Oh Gott, was war das denn jetzt gerade? Was ist das denn jetzt gerade? Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Was war das denn jetzt? Was ist das denn jetzt gerade? Warum ist die Framerate so verfickte Scheiße nochmal niedrig unten? Ey, kurz mal. So. Ich verstehe immer noch nicht warum, aber... Wenn er hier reingeht, dann mache ich hier auch. So, jetzt ist natürlich wieder alles okay. Ich habe zwar keine Ahnung, warum das so... Sobald ich sage, irgendwas sage, ich habe keine Ahnung, warum diese Framerate dauernd so abkackt. Warum kackt die verdammte Scheiße nochmal so ab? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Warum kackt die gerade so ab? Ich muss das beheben, das Problem. Also, wir sehen uns gleich. Ah. Und mal wieder muss der hier reingehen und wird sterben. Ich meine, guck einmal, wie wir das hier jetzt schaffen. Jetzt ist auch wieder die Framerate okay, hoffe ich mal. Problem ist die Frage. Nein, was machst du da? Habe ich es geschafft? Ist der Aufseher zwar tot, allerdings... Ich meine, was war das denn für eine Scheiße? Wo ist der Typ hin? Und jetzt geht die Framerate wieder so niedrig. Was ist denn hier heute los? Also wenn das weiter so kommt, dann... Ich verstehe einfach nicht warum. Jetzt ist die Framerate wieder so kacke niedrig. Warum kackt mir die Framerate jetzt ab? Das ist das, was ich nicht verstehe. Den Weisen befreien, okay. Ist die Frage eigentlich relativ leicht. Wie kommt man denn da jetzt hoch? Das hier rüber.